Motorradfahrer sind allein. Motorradfahrer haben keine Lobby. Motorradfahrer sind nicht werberelevant. Obwohl es über 60 deutschsprachige TV-Sender gibt, existiert keine Sendung für Motorradfahrer. Wer sich informieren will, dem bleibt nur das Heft. Wer sich unterhalten lassen will, der schaut in die Röhre. Ich bin Ferry. Sound. Und ich habe eine Idee. Wir machen eine Motorradsendung. Boah, du bist so pfiffig, ey. Yeah! Ich glaube, wir nehmen zwei Moderatoren dafür. Zwei ist besser als nur ein Moderator. Und die Moderatoren, die betteln sich auf Bikes. Ja, Mann, das wird gut. Auf Motorrad, der eine, auf Motorrad, der andere. Und dann fahren sie gegeneinander. Yeah! Und dann machen wir sowas Biblisches. Batman gegen Joker. Dortmund gegen Schalke. Was Monumentales. David. Hä? Eigentlich ist David da unten, ne? David gegen Goliath. Männlich. Wir nehmen Sid als David. Entschuldigung, ich stehe gerade im Schlauch. Und wir nehmen den Jens als Goliath. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Der eine kann fahren, der andere kann es nicht. Okay, worum geht's? Ein bisschen mehr im Detail. Also ich bin Sid, man nennt mich auch Sidney. Ich baue eigentlich Autos um, bin so eher so der Hobbyfahrer, der möchte gern Rennfahrer. Ich kann das ganz gut. Wenn ich jetzt pupsen würde, wäre gefährlich. Ja, guten Tag, mein Name ist Jens Kuck. Ich bin dann mal Motorradspezialist und habe mich früher mal intensiv mit der Rennerei beschäftigt. Ich bin der Profi und der Sidney nicht. Sidney und Jens treten gegeneinander an. Richtig geil. Also ob der weiß, auf was er sich da einlässt, er wird leiden, wirklich leiden. Ach so ist das, Jens, ja? Ich komme aus Dortmund. Bevor du deinen kleinen süßen Arsch eher durchs Ziel schwingst wie ich, ja, werde ich so ein, zwei Register mal ziehen. Ich werde dir schon zeigen, wo der Hasen die Löffel hat. Schreiben Sie das auf. Der war gut. Also Sid sabotiert quasi den Jens und versucht so auch irgendwie eine Chance zu haben. Was will denn der machen? Geht der zum Friseur oder was? Oder zur Fußpflege? Den Wetteinsatz dürfen wir auch nicht vergessen. Sidney wird richtig leiden müssen. Ich will sehen, wie Jens ein Sackpiercing bekommt. Bikini-Waxing? Ich mach das dann, Alter. Ich würde vorschlagen, über den Wetteinsatz sollen einfach auch die Zuschauer abstimmen. Das bedeutet Spaß für mich, Spaß für euch. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Also ihr könnt entscheiden, wo wir uns betteln. Wenn ihr irgendwie so ein Mofa-Rennen habt oder sowas, sagt Bescheid, weil dann wird die Challenge nämlich da stattfinden. Wir kämpfen mit Motorrädern. Battle ist Battle. Ja, Englisch. Battle. Gruppe, Chor. Chor. Battlecore. Battlecore. Ein bisschen mehr Kick. Battlecore Extreme. Zu lang darf es nicht sein. Battlecore Extreme. Ne, ist eine Motorradsendung, ist klar, Bike muss rein. Bike Edition, ist doch klar. Battlecore Extreme, Bike Edition. Geht schon mal locker flockig von der Zunge. Battlecore Extreme, Bike Edition. Battlecore Extreme, Bike Edition. Das ist ein kurzer, knackiger, prägnanter Name. Ich glaube, das ist der weltbeste Name. Das ist ein Gedicht. Das passt auch wunderbar auf jedes Motorrad drauf. Ja? Einmal draufgeklebt. Brauche ich schon keine Lackierung mehr. Battlecore Extreme Bike Edition. Beim Namen müssen wir ja nicht sparen. Ja, es wäre jetzt nicht so, dass das Logo teurer würde, nur weil wir mehr... Oder doch? Woo! Ja. Yeah! Crowdfunding ist mein Plan. Beim Crowdfunding weiß ich direkt, ob es genügend Leute da draußen gibt, die Bock auf so eine Sendung haben, auf eine Battlecore Extreme Bike Edition Sendung. Und ich kann zusammen mit den Leuten den Inhalt bestimmen. Wenn die cool drauf sind
und wir cool drauf sind, wird es bestimmt eine coole Sendung. Sieht so aus, als würde jeder gewinnen. Wenn ihr Bock habt auf eine Sendung, die sich rund um neue Bikes, neue Klamotten. Ah, genau, jetzt das wollte ich machen. Motorrad handelt. Neuer Style, Veranstaltungen, alles, was dazugehört, von A bis Z. Und euch dabei bestens unterhält. Dann unterstützt Battlecore Bike. Ach nee, Extreme. Dann unterstützt Battlecore Bike Extreme. Leck dich am Arsch. Dann unterstützt Battlecore Extreme Bike Edition. Geiler Name, oder? Wir haben tierisch Bock darauf. Und wenn es euch genauso geht, unterstützt uns. Und dann fangen wir in diesem Jahr noch mit der Produktion an. www.startnext.de Da, www.startnext.de. Soll ich es nochmal sagen jetzt? Guck mal genau hin, das ist nämlich jetzt sehr wichtig. Und da findet ihr alle Infos. Dann schön in die Liste reingucken und dann Geschenke abgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Sendung. Ich hoffe, sie startet bald. Danke schon mal im Voraus für Ihre Unterstützung. Tschüss!